Ja gut, dann eins mit mache ich noch schnell. Also hier Kerrigans normaler Skin, wo ich natürlich den lilanen bevorzuge. Elite mit neuer Rüstung. Sitzen mir zu Käfer, zerrt mir. Also sieht ja so schon aus, aber damit noch mehr. Das finde ich nicht so schön. Ein Succubus natürlich heiß. Vor allem hier richtig dämonisch mit den Tattoos. Die Tattoos ändern sich. Alter, die Hupen. Die wirklich so eine Hupen? Achtet mal drauf, da sind die voll weit auseinander. Plopp, plopp. Hochgepusht. Und Gräfin Kerrigan so auf horrormäßig. Sieht zwar ganz stylisch aus, aber ist nicht so meins. Reittiere kriegt natürlich die wieder Spinne, klar. Wobei, ja, das ist das, was am besten zu ihr passt. Ja, sie ist ein Nahkampfassassine, Schwierigkeit gerade Mittel. Ich finde, dadurch, dass sie so Nahkampfassassine und so tanky wirkt, ist sie tückisch. Also ich würde sie fast schon als schwer einstufen. Kann auch sein, dass ich sie falsch spiele. Ja, ihre Q überwältigen, springt zu einem Gegner und verursacht Schaden. Ist ja cool, um in den Kampf reinzukommen, aber dadurch, dass sie ein Assassin ist und nur tanky wirkt, kriegt sie ganz schnell dadurch auf die Fresse. Knochenklingen betäubt Gegner im Wirkungsbereich und fügt den Schaden zu. Muss man gut timen, aber dann ist es super stark mit W. Und E, Schwingriff zieht Gegner in einen Bereich und fügt ihnen Schaden zu. Das heißt, Knochenklingen, die dann zurückziehen in die Knochenklinge rein und krack, super. Assimilierung erzeugt durch Angriff auf Gegner einen vorgehenden Schild. Der ist echt gut. Da muss er. Sollte man auch drauf skillen. Ja, Todeswirbel fügt einen Gegner in der Nähe Schaden zu und gibt ihr später noch ein Schild. Das ist so ihr Gruppenkampf, halbwegs tanky sein Skillbaum. Der ist darauf ausgelegt. Und das andere ist so halbwegs wieder aus dem Hintergrund agieren, ein bisschen spezialistenmäßig einen Neutralisten herbeirufen, der für sie kämpft. Ich nehme aber eigentlich immer den Todeswirbel. So. Natürlich diese berühmte Stimme. Frag mich, wo ich die noch kenne, außer aus StarCraft und aus dem Arc-Age-Trailer. Ich weiß gar nicht, ob die da jemanden spricht oder ob die nur die Trailer-Stimme ist. StarCraft-Charaktere habe ich auch direkt dann einen schon mal gut für heute. Und heute Mittag spielen wir bestimmt alle noch eine Runde Heroes. Gleich den zweiten noch bereit. So, jetzt noch ein Spiel finden, schnell. Und das in am besten 20 Minuten fertig kriegen. Na komm. Go, go, Power Rangers. Na los. Ich warte auf eine Gruppe. Nicht mal eine gute. Dafür relativ viel Schaden und einen guten Tank-Tyrai, der keinen Schaden macht. Kann halt echt so mit Illidan, Waller, Lili, Stitches und noch irgendeinem richtig viel Schaden, sagen wir Jaina, richtig viel Schaden raus und die halten halbwegs viel aus. Bei Lili haben wir ja in der vorletzten Folge gesehen. Macht echt gut auch. Obwohl ich das gar nicht so gedacht habe, aber macht echt gut Schaden. Für so ein kleines 10-jähriges Pandaren-Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie 10 ist, sie kann auch 8 sein oder 6. Ist ein kleines Kind halt. Ja, klein. 10-Jährige sind auch nicht mehr klein. Sie ist ein Schulkind. Im Schulalter, sagen wir mal. Mal kurz anders hinsetzen. Es wird echt warm hier gerade. Muss danach auch echt Pause machen. Fenster aufreißen in 12 Räumen. Die ich nicht habe. Aber halt, am besten im Bad, was gegenüber ist. Und bei mir, da habe ich Durchzug und sitze hier in der Kuhle. Go, go, Power Rangers. Oh Gott, jetzt lädt das wieder so lange. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Diesmal ist es aber bei der zweiten Krähe hängen geblieben. Raben, wie auch immer. Na los. Jetzt lädt das wieder so lange. Nicht, dass meine Aufnahme jetzt abgeschmiert ist mittlerweile. Ist ja natürlich doof. Es hat sich so lauf mit der Aufnahme und die Aufnahme ist bestimmt total der Rotz. Bei meinem Glück. Wobei, wenn sie hier jetzt hängt, dann ist es vielleicht. Also weiß ich wenigstens, wo der Fehler entstanden ist.
Was ist das ein langer Ladebildschirm? Das heißt, ich spiele gleich zu viel, mit vier Bots gegen, also ich und vier Bots gegen, vier Bots und ich, gegen fünf andere Bots, weil alle rausgegangen sind. Ich kann jetzt auch nicht rausgehen. Naja, gut, mein Desktop reagiert noch. Ich habe hier rechts so eine Animation, wenn ich hier so rausgehe, plupp, dann mache ich nur so ein Stück hoch und dann macht huish, so eine Animation, die mal runtergefahren kommt. Und die funktioniert noch. Also mein Desktop ist, also mein PC ist nicht eingefroren. Das heißt, die Aufnahme wird noch laufen. Vielleicht sollte ich sie vorsichtshalber kurz beenden und dann nochmal F9 drücken, wenn es losgeht. Ne, es lädt weiter. Schön. Neun Bots. Das ist meine Vermutung. Oder es reconnecten gerade alle. Neun Bots wäre witzig, dann könnte ich alle anpingen und durch die Mitte durchrennen. Ladebildschirm jetzt 10 FPS, obwohl es voll ist, also sich hier gar nichts bewegt. Jetzt wieder 19. Bandicam reagiert schneller auf FPS-Veränderungen. Der Nvidia-Treiber ist da ein bisschen langsamer, der hat gerade ein paar Schwankungen nicht mitbekommen. Ja, los jetzt. Hopp, 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 hopp. Was ist denn? Also, umso länger es dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf neuen Bots. Ansonsten spult einfach vor. Wenn es zu lange dauert, ich werde einfach durchlaufen lassen. Ich werde es auch nicht rausschneiden. Nicht um die Folge zu strecken, sondern ich kenne das, wenn ich jetzt wieder irgendwas. Allein wenn ich jetzt F9 drücken würde, dann würde direkt das Spiel starten, wie ich mein Glück kenne. Deswegen lasse ich es von vornherein. Vielleicht seht ihr diese Folge auch nie, weil es nie zu Ende geladen hat und ich hier am PC verhungert bin, wenn es geladen hat. Und am PC sich selbst im Brand gesteckt hat, weil er so überfordert war, 34 Jahre diesen Ladebildschirm durchlaufen zu lassen. Ich glaube, bis dahin hätte mich schon jemand gefunden. Hui! Bereitet euch auf den Kampf vor, Helden. Wir kennen keine Grenzen. Okay, sieht aus, als könnte ich euch tatsächlich gebrauchen. Entziehender Aufprall überwältigen Heilcarrion. Geschärfte Klingenknochenklingen verursachen mehr Schaden. Weitergriff erhöht die Reichweite von Schwingengriff. Blocken verringert regelmäßig den Schaden erlittener automatischer Angriffe. Oder schützen die das Töten von Gegnern erhöht den Schaden automatisch an. Niemand schützt die Gegner den Schaden. 10 Sekunden. 5. Also oben 2 und unten 2 gibt es ja wahrscheinlich irgendwie ganz anders. 1. Lass den Kampf beginnen. Von der Mitte kommt man leichter zu den Tribünen. Okay, Elidan. Steht nicht. Internationale Regel. Nein. Wodka. Da. Okay, es soll ein D sein. Niet. Haha, keine Ahnung, was das heißen soll. Der Brainer. Gewagt! Ach, gegnerischer Elina ist schon mal tot. Mana schon mehr, so scheiße. Übrigens muss man dieses Anspringen nicht immer nur zum Anspringen benutzen, man kann es auch direkt vorhin benutzen. Haut sich halt ihre Kinder direkt in den Gegner.
Also sie hüpft jetzt auch nicht ein Stück näher ran. Sie bleibt einfach stehen, wenn man lang genug dran ist. Diese Welt gehört mir. Nicht, dass jetzt einer denkt, man muss wirklich extrem nah dran stehen, damit es überhaupt wirkt. So ist halt nicht. So. Mit Kerrigan. Kerrigan ist halt auch so eine, wie ich gesagt habe, wo ich gerne mal sterbe. Ich hoffe es nicht. I am the Swan. Eigentlich hat das irgendwie noch ein bisschen anders. Jetzt heilt er sich wieder. Scheiße, Stimpack. Wählt ein Talent. Bei Russen, ohne jetzt irgendwie fremdenfeindlich sein zu wollen, würde ich mir echt wünschen, dass sie auch eigene Server haben. Es gibt ja auch immer Westeuropa, Osteuropa, Russland. Gibt es ja auch in vielen Spielen so Server. Nicht einfach bei, gerade wegen der Sprache. Also vielleicht mit Russland, aber in Osteuropa. Die meisten haben ja gar keine Möglichkeit mit unseren arabischen Buchstaben, nee, arabische Zahlen, unseren römischen Buchstaben zu schreiben. Der fokussierte Angriff verstärkt regelmäßige automatische Angriffe. Zorn des Schwarms, automatische Angriffe und Flügelschaden. Flügertod, Überwältigung erstattet Mana, wenn das Ziel getötet wird. Wenn das getötet wird, ist das auch mal schlecht. Psy-Impuls gibt Gegnern den Schaden zu. Und vergiften, aktivieren und Schaden werden zerstört. Das ist eigentlich ganz gut, um Schaden zu machen, aber alles andere ist auch eh doof. Vergiften. Das lief schon mal scheiße. Warum kann man das? Wir kennen keine Grenzen. Wenn ich das wenigstens mal lesen könnte, könnte ich es wenigstens imitieren, ohne zu wissen, was es heißt. Nehmen wir dieses Söldnerlager ein. Danke für die Hilfe, Waller. Appreciate it. Auf dem Weg. Und dann läuft die an mir vorbei. Das hat sie 10 Sekunden gekostet. Ich glaube, die brauchen Leute eine Hilfe. Genosse Kirigen kommt. Russischen Kameraden. Bitte komm mit dir her. Halt dein Maul. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Das heißt bestimmt Kerrigan. Ich bin der Schwach. Wollen wir sehen, wer diesen beansprucht? Einfach das Gefechtsautomatische Angriff von die Abklingzeit von Fähigkeit für ihn nicht so dolle. Noch ein Schwarm erschafft außerdem zwei Zerklingen, finde ich mal ganz gut, um den Gegner zu ärgern. Anpassung kann mit Überwältigung zu verbinden, springt vielleicht nicht so dolle. Eigene Angriffe aktivieren, um den Schaden automatische Angriffe zu erhöhen. Kostet zusätzlich Mana. Hat Kerrigan eh nicht, also zu viel Mana. Danke für die Hilfe. Jetzt holen sie das Lager oder was? Wo der Tribut da ist. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich werde langsam zum Flame ab, wenn es später wird. Wow. OMG. Jetzt nehme ich mir ihre Triple.
Besonderes passiert. Oder kein Plan, wie man Kribbel schließt. Hier scheint ein Funktionierer zu haben. Vielleicht merkt. Ja, warte. Renn direkt wieder weg. B und weg, Paul. Ja, deft ruhig da unten weiter. Todeswirbel fügt Gegner in der Nähe kontinuierlich Schaden zu oder Ultralisten bei Rufmannschaft ein Ultralisten auf einen Gegner angesetzt haben mit einem Todeswirbel. Bringt mir zwar eh nichts in dem Team von 0 FPS, aber es ist ein schneller Verlust. Ich komme, bereit oder nicht. Bin auf dem Weg. Ich die wenigstens tot kriege. Was du heulst, ihr werdet getötet. Nicht mal so. Leon charge doch mal von hier. Ja, unser Leon charge auch rein. Tötet sie. Charge der nächste rein, während der andere abhaut. Die dann verpisst sich eh gleich. Wow. Aber meine, also der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Bin auf dem Weg. Ich hasse Leute, die ihren Satz nicht in einer Zeile schreiben können. Immer Wort, Enter, Wort, Enter, Wort, Enter. Alles in einzelnen Wörtern. Bist du alleine oder was? Solltest du vielleicht weggehen? Ist der Sentier-Tiger nur ein Weiß? Je ne sais pas. Anhaltende Essenz. Erhöht die Dauer des Assimilierungsschildes, das wir brauchen. Außerdem erhöht die Reichweite von überwältigen Doppelschlagfähigkeiten, verstärken automatische Angriffe, Sprinten aktivieren und Bewegungsgeschwindigkeiten. Das braucht man bei Kangen eigentlich wirklich nicht. Auch wenn ich sie gerade scheiße spiele, wegrennen. Bin auf dem Weg. Also ich bin umzingelt. Rechnen wir den Start damit. Oh, die haben die Memo. Ich hab sie bewusst ignoriert. Auf Abklingzeit warten. Abhauen. Spürt den Hass von 3 gegen 2. 3 gegen 1. Weil er dreht sich nochmal um. Sondern einen Schuss absetzen, der nichts bringt. X-Sax. Das haben wir jetzt nicht. Ja, nichts davon wird wie ein X ausgesprochen. Y-Sternchen AC.
Mach hier nochmal. Nope. Ich geh top. Fuck the police. Was du heute kannst besorgen. Aggressive Verteidigung erhöht die erzeugten Schildpunkte. Klingenflut vergrößert den Wirkungsbereich von Knochenklingen, ist ganz nützlich. Blut für Blut, aktivieren, um Lebenspunkte vom Ziel zu stehlen und seine Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Turbogang aktivieren, um Fähigkeiten zu verstärken und ihre Mana-Kosten zu erhöhen. Also ich wüsste nicht, ob vielleicht für die Ulti, wenn das zählt, aber sonst finde ich nichts, was das wird. Das ist schön. Und deswegen, also Kerrigan ist so ein Pseudo-Tank mit dem Schild. So, wären wir jetzt im Late Game wieder gut. Brummekte. Was immer das heißen soll. Ich werde jetzt alles vorlesen und dann wieder denselben Satz sagen. Wow. Was hat der Destin gesagt? Oder? Tötet diesen Helden. Diese Welt gehört mir. Liebe Güte. Leichter als gedacht. So, eingerissen. Pusht jetzt unten, aber mit. Ist die Hand eingeschlafen? Langsam ist es zu viel. Geht das nur bis maximal 20? Und die ist jetzt echt verloren. Es ist ein Vergnügen, zuzusehen, wie ihr gehetzt umherjagt. So, ein Trottel. Immerhin den Gegner noch einen Boss geschenkt. Echt zum Katzen. Aber gut. Gut haben wir's. Ist ja alles platt. Guck mal, der Boss kümmert sich um die Zitadelle. War das etwa eure Festung? Haben selbst schon keinen Bock mehr. Omega-Sturm vergrößert den Todeswirkung und erhöht die Anzahl der Schildpunkte. Thorask, das gab es schon in StarCraft 2, wenn der Ultralisk stirbt, schlüpft ein neuer Ultralisk, aber dann stirbt ein Thorask, also kein komplett neuer. Also das geht nicht unendlich, sondern nur einmal. Nexus-Klinge automatische Angriffe verursachen, mehr Schaden, langsam.
ist eh immer ziemlich stark. Und Blitzschlag des Sturms aktiviert um 14 ganz nicht teleportiert sein, ist klar. Und dann den Omega-Sturm. Gegner getötet. Das gegnerische. Wir sollten die Kriege nicht verärgern. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Und alle tot. Meine Eroberung wird nicht diesen. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Helft unserem Verbündeten. Gewahr. Was soll ich euch helfen? Kommt gerade mal Sylvanas wieder. Noch 9 Sekunden. Scheiße. Hier und da pushen bringt die eh nichts. Immer so zur Info. Obwohl jetzt mit dem Flug vielleicht mehr als alles andere. Wollt wohl nicht. Mama. Mama. Ma'am. Eure Zitadelle wird angegriffen. Das war anscheinend den Damm. GG. Torda. Ich überlege, ob ich jetzt schreibe, speak English, aber das wäre rassistisch gewesen. Aber es hätte dem Team wohl mehr geholfen. Die zwei haben sich auf Russisch die ganze Zeit, oder drei sogar auf Russisch die ganze Zeit unterhalten. Die anderen zwei kamen gar nicht klar. Und die meisten können ja nun mal Englisch. Das ist genau wie mit den Franzosen. Die können alle, oder viele können Englisch, die Franzosen sind ja nun mal nicht dumm. Und weigern sich trotzdem, obwohl es dem anderen helfen würde, wenn der vielleicht gar kein Französisch spricht. So, als nächstes kommen noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Helden. Und dann, je nachdem, wer so free wird. Arthas hatten wir jetzt, glaube ich. Ne, Arthas war gar nicht free, seitdem ich auf... Ach, keine Ahnung. Ich muss gucken. Abatu wird noch schwierig. Nasibo, Nova. Johanna wird sehr schwierig. Keltas wird sehr schwierig. Die Vikings mal wieder, die waren nämlich erst. Sonst die anderen gehen eigentlich. Und ich habe ja bald wieder 7000, das heißt, ich kann mir einen mehr kaufen. Ich habe ja jetzt schon alles ziemlich voll. Ich glaube, ich werde auch erstmal die billigen kaufen, damit ich euch mehr zeigen kann. Ich habe ja nur noch 2 billige, glaube ich. Zeratul kostet nämlich 10, die kosten alle 10. Ich habe noch ein 7000er sogar nur. Ich dachte, Chen kostet auch 7000. Vielleicht ist er auch teurer geworden, weiß ich nicht. Das war es auf jeden Fall erstmal für heute mit Heroes of the Storm. Es war eine ziemlich lange Session, aber ich musste eh Bandicam jetzt mal mit den neuen Einstellungen testen. Vielleicht funktionieren sie jetzt auch bei Heroes of the Storm und verkacken irgendwo anders, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat alles so geklappt. Die ganzen Folgen kommen so an, wie sie sollten. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat, obwohl ich jetzt gegen Ende müde wurde, aber ich musste mich ein bisschen wach halten, weil es jetzt 6 ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet, dann weiß ich, dass die Videos gut angekommen sind. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt oder andere Let's Plays sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen und würde mir auch sehr weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es fehlen nicht mehr viele Helden, dann halt noch die restlichen Helden, die hier noch finde. Ich merke, ich habe voll, ich besitze... Ach nee, Tyrael jetzt zum Beispiel habe ich auch noch nicht, stimmt. Ich habe hier ganz viele, die ich noch gar nicht gekauft habe. Stimmt. Ich habe das gerade jetzt so abgestempelt wie, hey, mir fehlen ja gar nicht mehr viele Helden, aber hiervon fehlen mir allein schon 5. 5, ja. Gut, das war's auf jeden Fall mit Heroes of the Storm. Ich bin euer René, haut rein. Ciao, ciao.